Köln 50667 Star Jena Widuka über Sexismus im Internet. In Köln 50667 spielt Jena Widuka die sensible Jill. Im Interview haben wir mit ihr über Sexismus im Internet, aber auch im echten Leben gesprochen. Sexismus im Internet, Jena Widuka spricht über ihre Erfahrungen. Jena Widuka ist 21 Jahre alt und Schauspielerin in der beliebten RTL2-Sendung Köln 50667. Um 18.10 Uhr könnt ihr sie von Montag bis Freitag als Jill im TV sehen. Natürlich hat der Serienstar auch einen Instagram-Account. Unter dem Namen @jena_vidka postet sie sexy Fotos oder lässige Schnappschüsse mit lustigen Captions, je nachdem, wie ihre Stimmung ist. Ich poste, was ich will, und ich ziehe mich so an, wie ich möchte. Ich muss mich wohlfühlen, und ich werde mich nicht verstecken, verrät uns die Köln 50667 Darstellerin im exklusiven Interview. Eine gute Einstellung. Trotzdem gibt es eine Sache, die Jena extrem nervt: sexistische Kommentare. Es ist echt egal, was für Klamotten man trägt oder wie man sich gibt. Teilweise passiert es auch, wenn man ungeschminkt und in einer Jogginghose auf Bildern posiert oder rumläuft, einfach nur, weil man eine Frau ist, erzählt sie weiter. So geht der Köln 50667 Star mit sexistischen Kommentaren um. Sexismus im Internet und im echten Leben gehört dabei nicht nur für Jena zum Alltag, sondern ist auch die Realität vieler junger Frauen. Früher war ich sehr unsicher. Solche Kommentare haben mich mitgenommen. Und ich dachte, ich hätte einen Fehler gemacht, falsche Signale gesendet oder mich zu freizügig gekleidet, verrät uns der Köln 50667 Star weiter im Interview, aber jetzt bin ich selbstbewusst genug, um es anders zu sehen. Selbst wenn ich ein kurzes Sommerkleidchen trage, hat niemand das Recht, mir hinterher zu rufen, dich würde ich gern flachlegen, wird. Gerade auf Social-Media-Plattformen muss man sich oft geschmacklose Sprüche anhören. Jena löscht zweideutige und unangenehme Kommentare oder DMs sofort. Im echten Leben kontert sie sogar mal mit einem smarten Spruch, ich sage dann sowas wie, stell dir vor, ich wäre deine Schwester. Würdest du wollen, dass man so mit ihr spricht? Dann sind sie meistens ganz klein und kriegen keinen Satz mehr raus. Um etwas gegen Sexismus im Internet zu unternehmen, spricht Jena dieses Thema öfter vor ihren Fans an. Denn sie hat mit der Zeit etwas sehr Wichtiges gelernt, ich weiß jetzt, nicht wir Mädchen müssen uns ändern oder anders anziehen, damit die sexistischen Sprüche aufhören. Die Leute müssen sich ändern, die solche Kommentare raushauen oder schreiben, ohne darüber nachzudenken. Und damit hat sie vollkommen recht. Das ganze Interview mit der Köln 50667- Darstellerin könnt ihr in der aktuellen Bravo Girl lesen. Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen Bravo, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im Bravo Webshop zu dir nach Hause bestellen kannst.